Wir fragen nach beim Hauptstadtjournalisten Marc Schieritz von der Zeit. Grüße Sie in Berlin. Guten Tag. Also die AfD zieht wahrscheinlich mit mindestens 11er Stärke, vielleicht sogar 20er Stärke, also Mannschaftsstärke dort ein im Europaparlament. Wie es momentan aussieht, macht Ihnen das Sorge? Ja, ich glaube, das ist eine der großen Themen dieses Jahres. Letztlich geht es ja darum, wem gehört Europa? Also wir werden bei dieser Europawahl einen Schulterschluss der eher nationalistischen, immigrationsfeindlichen, zum Teil antieuropäischen Kräfte sehen. Es wurde angesprochen im Beitrag, Italien, in Großbritannien, je nachdem, wie weit das mit dem Brexit ist, aber auch in Frankreich. Und das wird ein echter Kampf darum, wohin sich diese Union weiterentwickeln wird und letztlich auch darum, wie lange es die EU noch geben wird. Und insofern sind diese Wahlen wirklich extrem bedeutend. Europawahlen sind ja normalerweise eher so, da geht man nicht hin, weil man denkt, es ändert sich eh nichts. In diesem Jahr ist es eine ganz entscheidende Wahl. Und ich sehe das wirklich schon mit einiger Sorge, wie sich dort die antieuropäischen Kräfte, auch wenn das bei Meuthen natürlich moderat klingt, aber trotzdem die Bereitschaft ist da, bis zum Äußersten zu gehen bei der AfD. Und das sehe ich schon mit Sorge, wie die an Stärke gewinnen. Und das wird eine echte, harte politische Auseinandersetzung, wo sich die etablierten Parteien, die Europa stärken wollen, auch wirklich noch was einfallen lassen müssen. Ja, oder sich mal anderen Argumenten vielleicht noch gegenübergestellt fühlen. Aber bleiben wir mal beim Dexit. Den hat ja nun Jörg Meuthen zumindest ausgeschlossen. Er hat ihn ausgeschlossen als Thema oder als ein vorrangiges Thema. Aber wenn man schon allein den Begriff Europa der Vaterländer liest, dann weiß man doch eigentlich, wohin man mit der AfD möchte. Nämlich, dass die einzelnen Vaterländer wieder betont werden. Was ist das für eine Botschaft? Ja, das ist die Botschaft, also ist natürlich eine Botschaft, die sich ein bisschen so einem Zerrbild der EU festmacht, die mit all den Klischee arbeitet, die regulieren alles zu Tode, die Banane, die Krümmung der Gurke und der Banane und das Olivenölkännchen und so weiter. Das sagen die Italiener ja auch, und ja? Das sind Vorurteile, die AfD bedient und mit denen sie sozusagen punkten will bei diesen Wahlen. Und ich glaube, da muss man, wenn man der Meinung ist, dass die EU am Ende doch gute Arbeit leistet und auch Europa dient im Sinne eines gemeinschaftlichen Stärkungs Europas in einer Welt, in der einfach andere Kräfte auch mächtiger werden, die USA, China, was mache ich da als kleines Land wie Deutschland alleine ohne die Partner in Europa? Wenn man also glaubt, dass diese ganze Veranstaltung sinnvoll ist, dann muss man eben diese Vorurteile, diese Klischees auch kontern. Und von Seiten von CDU und SPD sagen, was man denn genau vorhat in Europa. Und da ist es bisher, muss man auch sagen, noch relativ dünn. Also die programmatische Vorbereitung auf diesen Europawahlkampf von den anderen Parteien, die lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Da würde ich mir auch wünschen, dass man klarer sagt, warum Europa wichtig ist für Deutschland, warum das nicht nur sozusagen irgendwas ist, was wir den anderen geben, sondern warum es wirklich im deutschen Interesse ist, warum Deutschland in Gemeinschaft mit anderen europäischen Ländern mehr Macht auf die internationale Bühne bringen kann, warum wir vom Euro profitieren, wovon ich überzeugt bin. Das, glaube ich, muss man einfach noch ein bisschen stärken, sonst wird es schwierig werden in der Auseinandersetzung mit der AfD. Ja, vielleicht kommt das ja noch ein bisschen, wenn der Wahlkampf dann so richtig in Gang kommt, dann werden wir eventuell ein paar mehr Argumente auch von der anderen Seite hören, diejenige, die das Ganze ja bisher gestaltet hat. Noch eine Personalie bei der AfD, André Poggenburg hat jetzt doch hingeworfen. Ist das eine gute Nachricht für Deutschland? Ja, also wenn man glaubt, dass die AfD eine Gefahr ist für die Stabilität, dann würde man das als gute Nachricht, glaube ich, schon interpretieren. Also es zeigt halt, dass es dort auch am rechten Rand der AfD Zersplitterungstendenzen gibt. Die Erfahrung mit anderen Leuten, die sich da abgewendet haben, zeigt und die dann auch immer von Parteineugründungen und Ähnlichem gesprochen haben, hat gezeigt, dass diese Neugründungen dann eher so im Promillebereich waren und letztlich der AfD auch ein paar Stimmen gekostet haben. Ich persönlich jetzt als jemand, der die AfD für nicht unbedingt förderlich hält, was das deutsche politische System angeht, würde es natürlich begrüßen. Es ist auf jeden Fall, es zeigt halt, dass diese Gefahr von Zersplitterung eben immer da ist. Aber man darf das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Also die AfD wird weiter bestehen. Sie wird im Bundestag vertreten sein. Sie wird bei der Europawahl dazu gewinnen. Wir haben diese ganzen Landtagswahlen in diesem Jahr, die anstehen, da wird sie auch dazu gewinnen. Also das Problem AfD, wenn man es als Problem anzieht, ist damit keinesfalls erledigt. Ein Blick nach Berlin in die Hauptstadt und auch nach Europa in die Zukunft. Dankeschön, Marc Schieritz, dafür. Danke nach Berlin. Danke Ihnen.